Hi, ich fühle mich ganz gut. Wir hatten natürlich jetzt, dadurch, dass das Spiel am Samstag ausgefallen ist, ein bisschen mehr Zeit, um zu regenerieren. Wir haben zwar trainiert, aber es ist natürlich noch was anderes als ein Spiel. Deswegen fühle ich mich ganz gut, aber natürlich das Wetter und die Jahreszeit spielt ja auch noch so ein bisschen mit rum, aber grundsätzlich geht es mir eigentlich relativ gut. Ja, wir haben, glaube ich, zwei schwierige Spiele. Dormagen ist nie leicht. Ich glaube, wir hatten es jetzt gerade letztes Mal. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal seit 15 Jahren da gewonnen. Irgendwie sowas. Aber ich weiß, habe ich jetzt aber nicht genau richtig im Kopf. Und es wird ein verdammt schwieriges Spiel, das wissen wir. Aber wir sehen da auf jeden Fall auch Chancen, da Punkte mitzunehmen. Und die wollen wir natürlich auch ergreifen. Und am Samstag zu Hause in Großwaldstadt heißt es auch, den Hexenkessel Mittelhessen wieder anzufachen und da die Punkte hier zu behalten. Ja, die hatten natürlich jetzt auch ein bisschen Verletzungsprobleme, hatten immer mal wieder angeschlagene Spieler, dann war mal jemand nicht dabei, dann war mal wieder jemand nicht dabei. Und so ein angenockter Boxer kann man so ein bisschen nennen, vor allen Dingen zu Hause. Die sind einfach gefährlich und wenn eins die Liga zeigt dieses Wochenende ist, dass jeder bei jedem verlieren kann oder auch jeder bei jedem gewinnen kann. Deswegen müssen wir mit 100% reingehen und dann hoffe ich, dass wir da auch gute Siegchancen haben. Vielen Dank, Ian. Ja.